Herzlich willkommen zurück bei Pokémon. Und ich würde sagen, wie es Tradition ist, zu jedem Start einer Aufnahme werde ich in die Naturzone reisen, um wieder ein paar EP abzugreifen und vielleicht sogar... Verdammt nochmal, das dachte ich mir. Ich brauche ein Elektro-Pokémon. Und ich habe nachgedacht, vielleicht werde ich sogar Cthulhu aus dem Team rausnehmen, wenn ich ein Elektro-Pokémon bekomme, was, ich sag mal, dem ebenbürtig ist. Aber mal gucken, vielleicht finden wir noch was Gutes. Erstmal ist hier irgendwas mit diesem komischen Turm gewesen. Aber weil ich so ein Arsch bin, fliege ich jetzt vor seinen Augen einfach weg. Das sieht sehr gut aus. In der letzten Folge haben wir Hopp und seinen Traum, Champion zu werden, ein für alle Mal zerstört. Er hat uns den Vortritt gelassen, nachdem er im Prinzip keine andere Wahl hatte. Aber es war schon sehr, sehr genugtuend zu sehen, wie er untergeht. Komm, gib mir Bären. Weiter geht's, komm schon. Okay. Ein bisschen langsamer. Ich habe mir vorhin irgendwie auf die Zunge gebissen. Ich glaube, man hört das ein bisschen. Ja. Ist jetzt momentan nur so. Ich muss da runter. Was ist das denn? Ach, das komische Waggon. Was ist das? Nein, nicht das, sondern das da. Das hier. Ist das die Entwicklung von Fritzelblitz? Oder wie der heißt? Fritzelblitz? Dieser grüne Hund? Ich glaube. Voltenso. Komm, mach mal kurz weg. Oha. Ja, ich wusste schon immer, Nachtnebel ist nicht so... die geilste Attacke. Wenn die nicht mal bei einem Vieh, was keine Stärke oder keinen Widerstand dagegen hat, kein One-Shot ist, mit 30 Level Unterschied, sollte ich die vielleicht nicht in mein Team aufnehmen, die Attacke. Dicker Lauch, sehr schön. Oh, noch mehr dicker Lauch. Hier war noch was. Dachte ich, aber na gut. Wow. Nein. Oh, fuck. Da wollte. Nein, Morlord. Es ist, glaube ich, Wasser. Könnte eventuell ein Problem haben. Obwohl, es ist nur Level 29. Ja. So ungefähr. Bleib bloß weg von mir. Wenn es regnet oder was, sind ja immer andere Pokémon vorhanden. Deswegen gucke ich hier gerne mal rum, was es hier so gibt. Die Überviecher gibt es jetzt hier nicht. Ich meine, es ist immer abhängig davon, was für ein Wettereffekt gerade vorhanden ist. Jetzt ist es Regen, deswegen sieht man überall... Na, oh mein Gott. Sieht man nicht überall, aber hauptsächlich Wasser-Pokémon. Hier hagelt es jetzt ausnahmsweise gerade. Rizeros. Mit diese kleinen Viecher. Na, ich dachte, ich komme noch durch, aber... Pelipper. Nee.
Das kannst du stecken lassen, mein Freund. Ich will das nicht. Da will ich hin. Stufe 3 Kampfflug. Das ist dieser komische... diese Kasper-Geschichte da. Ach komm, wir bleiben mal bei dem. Resladero. Oh nein, wir haben einen Carpador dabei. Unten wo... Und wohin genau? Ich habe mir mal gerade was zu trinken geordert. Oh, scheint ja guten Schaden gemacht zu haben. Musste ich nur mal hinter mich greifen, auf den anderen Schrank. Steht das drauf? Wenn die beiden jetzt noch Attacken machen würden, könnte ich direkt ihn mit meiner Attacke finishen. Aber Wengen macht wieder so Sachen wie Konter. Nee, Amnesie. Konter und Amnesie, ich glaube, mehr kann der nicht. Er ist komplett nutzlos. In jeder Runde, die ich bis jetzt gegen Dynamax gekämpft habe, ist er nutzlos. Komm, jetzt kann die den wenigstens finishen. Sehr schön. Nee, Fangchance. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wo genau der Unterschied zwischen den lilanen und den roten Dynamax-Kämpfen ist. Vielleicht suchen für die lilanen jemand Leute. Weil von der Stärke unterscheiden die sich nicht wirklich. Ich hatte solche und solche. Ich weiß nicht, sollen wir mal kurz suchen? Ja, so eine halbe Minute, Minute suche ich mal. Oh, Unlicht, Stahl, das ist Gladi. Gladi-Dings. Schlaf mich tot. Okay, das hier kann ich schon mal vergessen. Ich bräuchte Feuer eventuell. Aber Geist ist natürlich scheiße. Wie sieht's denn mit Drache aus? Nee, Drache hat nur doppelten Schaden gegen Drache. Warte mal, was war denn nochmal? Unlichtstahl. Unlicht. Ja. Doppelte Schwäche. Ich weiß nicht, ob das was meint. Wir suchen mal kurz. Vielleicht kommt ja was. Ich habe keine Ahnung, ob die vielleicht für dieses Level besonders stark sind. Kann natürlich auch sein. Ich habe keine Ahnung. Na, scheint keiner wirklich Lust zu haben. Ja. Vielleicht geht das auch nur, wenn ich dieses komische Nintendo-Abo da hab. Dann machen wir das selbst. Kein Problem. Guck mal, Level 5 ist knackig, aber... Schau mal. Mit Unlicht und Stahl
haben wir gegen Kampf eine doppelte Schwäche. Deswegen Cesurione Gladiatri oder wie der Vieh hieß, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr Schaden macht, weil es eine doppelte Schwäche hat, oder einfach nur doppelten Schaden macht, weil es halt eine Schwäche hat. Ich weiß zum Beispiel, wenn ein Element eine Schwäche hat und eins keine Schwäche, oder eins ein Widerstand, dann gleicht sich das aus. Müsste es ja eigentlich doppelt sein. Also vierfach quasi. Er macht schon guten Damage, also muss mal auf. Das ist alles. Das ist die doppelte Schwäche. Oh, das ist sehr effektiv, natürlich. Hä? Wirklich, also. Hä? Wirklich stark? War das ja jetzt nicht dafür, dass es eine doppelte Schwäche hat? Ich probiere mal Kraftkoloss. Der macht jetzt erstmal. Der bufft sich jetzt und ist die Barriere ja noch aktiv. Geht er auf mich? Verdammt. Yep. Huh. Wenn der kein Unlicht wäre, würde ich meinen Geist-Pokémon nehmen, weil der hat Feuer, aber. Verdammt nochmal. Ja, es konnte halt keiner während der Phase wirklich Schaden machen. Ah, ich komme. Doof nur, dass ich jetzt, ja. Nicht mehr. Warum? Ich meine, so wenig Schaden. Das ist schon. Der war schon hart, also. Ich glaube, das wie ist eine. Ist Level 130 oder so. Yep. Das ist definitiv nicht dafür gemacht. Zwei von vier und beide Male war ich es. Eieiei. Wie kann ich mich jetzt noch über mein Team beschweren? Okay, jetzt müsste ich eigentlich zurückkommen. Aber ich glaube, das dauert drei Runden. Ne, zwei oder drei Runden dauert das, bis man zurückkehren kann. Ja, die machen das ohne mich. Oh, da geht Nummer drei. Vielleicht versuche ich es einfach mal mit dem Feuervieh. Oh nein, Guillotine. Oha. Oha. Wenn das kein Glück war gerade. Das wäre unser Tod gewesen. Wenn die das jetzt noch schaffen, dann Respekt. Respekt.
Oh je. Ich gehe mit Kraftkoloss voll rein. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist nicht gut. Nein. Okay. Ja, fast hätten wir ihn gehabt. Fast. Er hatte nicht mehr viel. Aber dass mein Vieh auch jedes Mal gewonshottet wurde, selbst in Dynamax-Form, das war schon krass. Probieren wir es mal. Ja, doch, probieren wir es mal damit. Mein, probieren kann man's, oder? Ich habe das Gefühl, weniger Schaden als das andere kann er nicht machen. Daher. Er hat halt so gut wie keine Dynamax-Level. Aber er ist schneller. Okay, das macht definitiv mehr Schaden. Jetzt darf er nur nicht mit einer Unlichtattacke angreifen. Sonst bin ich ziemlich schnell am Arsch. Also. Okay, er greift mich nicht an. Nummer 1 ist schon mal Geschichte. Aber sie geben auf jeden Fall Druck auf das Schild. Das ist schon mal gut. Bisschen Schaden hat es auch noch gemacht. Okay, wir sind jetzt ungefähr ein Drittel down, also... Ein Drittel für ein Pokémon. Hat er es überlebt? Oh Gott. Was? Nutzloses Vieh, aber was ein Glück. Naja, ja, nee. Das müsste... Ja, doch, doch, doch. Kann mich nicht beschweren. Er bufft sich immer weiter hoch, der... Der fängt jetzt gleich, sobald er wieder angreift, an Pokémon zu one-shotten. Oh Gott. Der Supervogel. Komm, einmal noch. Dann wird mein Vieh wieder klein. Okay, Hälfte haben wir. Ah nein! Ach komm, ey. Bevor ich überhaupt angreifen konnte. Horrorblick? Das war Nummer 2. Das eine Vieh, was einen Vorteil gegen mich hat. Aber macht trotzdem guten Schaden. Dafür, dass die Barriere offen ist. Wenn jetzt das Vieh noch einen ordentlichen Treffer macht, dann... dann haben wir zumindest das Schild weg. Was? Was ist das Downen reinigen? Oh nein.